Hi Freunde, herzlich willkommen bei dem Brother of Trail. Neues Video bei uns, Umbau RockShox Lyric Ultimate auf die Fox 38 Kashima. Durchgeführt haben wir den Umbau bei mir an meinem Highbike. Erstmal Intro ab und Fokus ab. Ja, dann wir machen mal ein Unboxing. Ich hasse Unboxing. Vielleicht weiß man das noch aus den früheren Videos. Also Karton auf. Fertig, da ist es drin. Genau. Ja, was sehen wir hier? 38er Fox Factory. Das geht jetzt um, verhüdeli ab. Tada! Mit wie viel Federweg? 170 mm Kashima Beschichtung und der Grip 2 Kartusche. Die bauen wir jetzt mal ein. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, das Eisdielenfahrrad mit zur Mondrakete. Jo, wir fahren das jetzt mal über unseren Hometrail und dann gebe ich nachher mal ein kurzes Kommentar oder Fazit dazu ab, wie sich die Gabel anfühlt, wie sich es verhält. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Schon mal ein kleines Zwischenfazit. Wir haben jetzt mal auf unserem Hometrail so ein, zwei mittlere Sprünge gehabt, wo ich auch versucht habe, massiv in die Gabel reinzudrücken. Also bis jetzt auch ganz positiv überrascht. Trailrunde ist zu Ende. Wir sind jetzt im Großen und Ganzen durch. Es gab ein paar Drops, es gab ein paar Sprünge. Ich muss sagen, also ich bin begeistert von der Federgabel, von dem Eintauchverhalten. Im direkten Vergleich zur Lyric Ultimate ist die 38er Fox, die ist butterweich. Also man hat gar nicht das Gefühl, dass man irgendwelche Schläge fangen muss. Also das macht die, das schluckt die Gabel alles einwandfrei weg. Was sicherlich noch fehlt, ist die Feinjustage der ganzen Sache. Gerade im Bereich über Wurzelfahren und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt erstmal auf Werkseinstellungen stehen. Vielleicht spiele ich noch ein bisschen mit Token, ich muss mal gucken. Ansonsten bin ich hochzufrieden. Also von mir ist das, ich bin hellauf begeistert. Und ich werde jetzt auch den Hinterbau-Dämpfer, den ich habe, der ist auch noch RockShox. Super Dienste getan. Ich feiere den mit der Negativ-Luftkammer. Dieses MacNack oder wie das heißt. Das rüste ich jetzt noch um auf Fox und dann machen wir da auch noch ein Fazit. Und dann habe ich auf meinen beiden Bikes, Bio wie E-Bike, fahre ich dann auf beiden das Fox-Fahrwerk. Jo, alles klar. Bis dahin würde ich sagen, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß, bleibt gesund. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.